Hey, heute gibt's mal wieder ein Nagelvideo. Allerdings geht's heute nicht um die Fingernägel, sondern einmal um die Fußnägel. Ein sehr angefragtes Video von euch, ob man denn auch mit dem Dipping-System die Fußnägel gestalten kann. Und im heutigen Video zeige ich dir, wie das Ganze funktioniert und vor allem, wie schnell und einfach das Ganze geht und dazu auch noch wirklich monatelang hält. Viel Spaß jetzt mit dem Video! Füße und die Nägel sollten natürlich gewaschen sein. Dann werde ich jetzt einmal auch noch die Füße desinfizieren. Kürzen solltest du deine Nägel so, wie es dir gefällt, allerdings nicht zu extrem kurz. Du solltest schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, Fläche haben. Es gibt ja manche, die ihre Nägel extremst kurz schneiden und da hast du dann wirklich ja kaum etwas, um darauf zu arbeiten. Mach es also so, wie es dir gefällt und auch angenehm für dich ist. Auch bei den Fußnägeln gibt es natürlich eine Vorbereitung, damit das Ganze hübsch aussieht und natürlich auch gut hält. Ich schiebe jetzt erst einmal die Nagelhaut zurück. Außerdem solltest du weitere Nagelhaut gut entfernen. Das kannst du je nachdem machen, wie das dir gefällt und für dich auch angenehm ist. Entweder mit einer Fräse, so mache ich das, oder du nimmst einfach einen Löser. Den bekommst du ganz einfach in der Drogerie und das funktioniert genauso gut. Jetzt gehe ich über alle Nägel mit dem Buffer drüber, um alles gut anzurauen. Dann wird einmal gut abgeklinert, damit kein Feinstaub mehr vorhanden ist. Auf den vorbereiteten Nägeln trage ich jetzt Primer auf. Der Primer ist jetzt gut eingezogen in die Nägel und jetzt nehme ich mir als erstes den Base Coat und trage eine Schicht auf dem Nagel auf. Auch hier bei den Füßen musst du an den Seiten und Rändern gut Platz lassen, damit es alles wirklich wunderbar hält. Jetzt schnappe ich mir auch schon meine ausgewählte Farbe, also das Farbpowder. Und man kann ja mit den Zehen nicht da rein dippen, also das macht sich ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal. Daher werde ich das Ganze einfach auf die Nägel dann drauf streuen. Hier empfehle ich dir, das Ganze auch noch aufzufangen, sage ich jetzt mal, weil hier wirklich sonst sehr viel Produkt verloren geht durch dieses Aufstreuen. Leg dir also etwas unter, dass du das Ganze quasi auffangen kannst. Den ersten Nagel lasse ich jetzt erst einmal trocknen und mache mit den übrigen Nägeln weiter. So kannst du einfach auch garantieren, dass das alles dann gut fest ist, wenn du jetzt erstmal mit dem nächsten Nagel weitermachst. Also auch hier wieder eine Schicht Base Coat und dann streue ich auch hier wieder das Farbpowder drüber. Damit die Farbe noch viel intensiver wird und das Ganze natürlich auch richtig gut hält, starte ich jetzt und beginne mit der zweiten Schicht. Auch hier wieder eine Schicht Base Coat auftragen und das Farbpowder wieder direkt über den Nagel aufstreuen. Alle Nägel haben jetzt eine Schicht Base Coat und eine Schicht Farbpowder. Das Ganze wirklich einmal gut durchtrocknen lassen und jetzt das überschüssige Farbpowder einfach abpinseln. Wenn doch mal etwas an die Seite gelangt, dann nimm dir einfach ein Hilfswerkzeug und dann kannst du das Ganze jetzt schon korrigieren. Du kannst es aber auch später nochmal befallen, das ist auch kein Problem. Und im Anschluss wird jetzt der Aktivator aufgetragen. Der sorgt dafür, dass alles nochmal gut durchgehärtet wird und sich die Schichten miteinander gut verbinden. Sei beim Aktivator ruhig großzügig und lass ihn wirklich gut durchtrocknen. Warte lieber etwas länger als zu kurz, also mindestens 2 Minuten warte ich jetzt ab und lass das Ganze richtig gut durchtrocknen. Dann geht's auch schon ans Befeilen. Wenn dir hier irgendwie was in die Seiten gelaufen ist, dann kannst du das jetzt korrigieren mit der Feile. Bei mir ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich was passiert. Also ich muss hier gar nicht wirklich viel korrigieren oder wirklich extrem feilen. Ich kann mir jetzt einfach den Buffer schnappen und
buffer einfach nochmal die Nägel ab quasi, dass alles nochmal richtig schön geglättet ist. Den Feilstaub entferne ich wieder mit dem Pinsel und jetzt trage ich nach dem Feilen noch einmal den Aktivator auf. Wenn das Ganze jetzt wieder gut durchtrocknen konnte, kommen wir auch schon zum Topcoat. Der sorgt dafür, dass dann alles wunderschön glänzt und natürlich auch gut hält. Solltest du noch Tipps und Tricks für deine Dipping-Nägel benötigen, weil vielleicht das ein oder andere nicht hält oder du noch so die ein oder andere offene Frage hast, schau gerne im i vorbei, da verlinke ich dir einfach nochmal ein Video, wenn deine Dipping-Nägel nicht halten sollten. Den Topcoat habe ich jetzt einmal aufgetragen und ihn gut aushärten lassen. Natürlich nicht unter der Lampe, bei dem Dipping-System härtet wirklich alles an der Luft. Und jetzt trage ich eine weitere Schicht Topcoat auf und lasse das Ganze dann gut trocknen. Bei mir ging das Ganze heute wirklich super zügig. Mit Füße waschen, mit Vorbereitung des Naturnagels habe ich für eine Seite gerade mal 10 Minuten gebraucht. Ich glaube, ich wäre sogar noch schneller gewesen, wenn ich nicht meine eigenen Nägel gemacht hätte, weil die eigenen sind ja immer so ein bisschen, ja, man muss sich sehr runterbeugen und ein bisschen schwieriger, als wenn man jemand anders die Nägel macht. Aber die eigenen, dafür habe ich heute auch wirklich nicht lange Zeit benötigt. Das ging mega schnell. Natürlich soll das Ganze nicht nur zügig sein, sondern auch gut halten. Und an den Füßen kann ich euch sagen, hält es bei mir wirklich ewig. 6 bis 8 Wochen habe ich das mindestens drauf. Wenn meine Nägel da nicht schon etwas sehr langsam sind, kann ich es sogar noch länger umlassen. Meistens ist es aber dann schon langsam so, dass ich sie etwas kürzen muss. Aber es hält alles noch super. Solltest du noch weitere Fragen haben, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche alles so gut wie es geht zu beantworten. Alle Produkte verlinke ich dir auch gerne unten in der Infobox. Wenn du danach suchst, dann schau dort auch gerne einmal vorbei. Mir gefällt das Ergebnis super. Ich freue mich auf offene Schuhe oder einfach barfuß zu laufen und wunderschöne Glitzernägel zu tragen. Ich hoffe natürlich, du hast dabei genauso viel Spaß und wünsche dir jetzt einen schönen, angenehmen, sonnigen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao!